Herr Kurmann, herzlich willkommen. Sie sind Anwalt der Kanzlei F.E.L.S. und zwar ausschließlich beschäftigt mit dem Bereich betriebliche Altersvorsorge. Und das heißt also mit Arbeitsrecht, Steuerrecht und Sozialversicherungsrecht. Und jetzt gibt es ja ein interessantes Phänomen. Betriebliche Altersvorsorge wird sehr oft versicherungsgetrieben eingerichtet. Das heißt, das Arbeitsrecht wird immer wieder sträflich vernachlässigt und Berater bewegen sich auch oft auf dünnem Eis, indem sie unerlaubte Rechtsberatung machen. Inwiefern ist es denn sinnvoll, bei dem Thema bAV einen Anwalt dabei zu haben? Wie Sie schon richtig ausgeführt haben, Herr F.E.L.S., ist die bAV ein sehr komplexes Thema, das natürlich auf der einen Seite das Thema Finanzierung zur Grundlage hat, auf der anderen Seite die rechtlichen bzw. vertraglichen Grundlagen. Der Makler, der seinen Kunden zu diesem Thema berät, begibt sich hier natürlich immer auf ein sehr dünner werdendes Eis, sobald es um die rechtlichen Beratungsfragen geht. Der Makler ist als Sachwalter seines Kunden natürlich verpflichtet, diesen vollumfänglich zu beraten, muss aber dann immer aufpassen, dass er nicht in den Bereich der unerlaubten Rechtsberatung kommt. Dahin kommt er natürlich genau, wenn es um die Vertragsgestaltung geht. Mhm. Anders formuliert, die Makler kümmern sich um die Aktivseite der Bilanz, die spezialisierten Anwälte und Steuerberater kümmern sich um die Passivseite der Bilanz. Damit hat der Kunde natürlich auch die Rechtssicherheit, die Anwälte haften für ihre Tätigkeit und die Steuerberater. Und es kann eine umfassende, qualifizierte Beratung erfolgen. Daher bieten wir als Kanzlei F.E.L.S. eben diese Backoffice-Dienstleistung an, dass Makler ganz gezielt Rechtsfragen über uns beraten lassen können.